Hallo und herzlich willkommen. Heute wieder eine Rezension. Diesmal geht es um ein Buch. Kick It Vegan von der Ilja Lauber. Dieses Buch ist vor allem an den Anfänger adressiert. Das heißt demjenigen, der mit der veganen Ernährung vielleicht noch gar keinen so großen Kontakt hat, der sich aber dafür interessiert. Und ich bin selber 5 Monate vegan und auch ich habe noch einige neue Informationen herausziehen können und bin da auch sehr glücklich drüber, weil sich das Buch auch total gut hat lesen lassen. Das ist ja immer so eine Sache bei so einem Informationsbuch, da ist ja immer so, man muss sich manchmal durchackern und das ist bei dem Buch definitiv nicht der Fall. Es liest sich sehr, sehr kurzweilig. Das liegt auch daran, weil die Ilja selber ein Idealist ist und das auch immer so durchscheint. Und derjenige, der auch so ein bisschen tierfreundlich ist und gesund gesundheitsaffin, der wird das dankbar annehmen und inklusive aller ironischen Pointierungen, die auch die Ilja da lässt, macht das Buch wirklich richtig, richtig Spaß zu lesen und von daher schon alleine deshalb gibt es definitiv eine Empfehlung. Aber kommen wir mal im Einzelnen zum Buch. Also die Aufteilung ist so, dass sich die Ilja gar nicht nur mit veganer Ernährung beschäftigt. Das ist das Kernthema, aber sie sieht natürlich in einer gesundheitsbewussten Lebensweise auch die Bewegung als einen entscheidenden Faktor an und das stellt sie auch klar heraus und behandelt sozusagen auch den Sport mit und genau wie die vegane Ernährung als auch den Sport versucht sie das sehr umfassend zu bewerkstelligen und das heißt sie gibt eine riesen Bandbreite an Informationen preis, wo man wirklich ein richtig gutes Überblickswissen über die Thematik gesunde Ernährung oder gesunde vegane Ernährung inklusive der Bewegung hat und es bleiben wirklich wenig Fragen nicht angerissen. Das heißt, sie versucht wirklich alles zu behandeln und natürlich geht es bei dem ein oder anderen Thema dann natürlich nicht so in die Tiefe, das ist ganz normal und das Buch ist schon relativ dick, aber dann würde das Buch gar nicht zu Ende werden, aber sie schafft es trotzdem eigentlich alle Themengebiete oder alle Fragen, die man so als am Anfang der veganen Ernährung haben könnte, zu beantworten oder zumindest anzureißen und dann kann derjenige sich dann woanders weiter informieren. Also das ist schon mal sehr, 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 sehr positiv. Sie gibt auch kleine Hinweise zum Kochen, das heißt auch wirklich jüngere Menschen, die jetzt noch keine Ahnung vom Kochen oder von Kochutensilien haben und ähnliches, gibt sie da auch Hinweise und das ist derjenige, der schon kochen kann, der lächelt da drüber, aber das ist auch nicht lang, aber es ist halt einfach, ich glaube das Küchen 1x1 oder so nennt sie das, finde ich eine schöne Sache, gerade für die, wir sind auch viele junge Menschen, die jetzt anfangen mit veganer Ernährung und da passt es einfach so zu diesem Einführungscharakter, den das Buch auch schon hat. Ihre Art zu schreiben ist durchaus blumig. Das heißt, hier wird oftmals, das meine ich auch mit den ironischen Pointierungen, es wird oftmals sehr ausladend geschrieben und aber trotzdem schafft sie so den Ritt auf der Rasierklinge, die Informationen da nicht zu kurz kommen zu lassen. Also da wiederhole ich mich gerne, also es lässt sich wirklich sehr gut lesen. Die Informationen, die enthalten sind, bei der veganen Ernährung, was ja, sage ich mal, eine relativ neue Wissenschaft in Anführungsstrichen ist, gibt es ja immer auch verschiedene Meinungen. Und die Ilja hat natürlich auch ihre Meinung, aber sie versucht ihre Meinung nicht zu sehr rauszustellen, sondern sie versucht wirklich relativ wenig dogmatisch an diese ganze Sache heranzugehen. Sie lässt Freiraum. Sie lässt Freiraum für die individuelle Entwicklung und sie sieht, dass jeder Mensch auch unterschiedlich ist und dass jeder Mensch auch in gewissen Lebenssituationen steckt, wo er vielleicht das ein oder andere nicht umsetzen kann. Und das alles wird halt meiner Meinung nach sehr gut rübergebracht. Man bekommt sozusagen ein Grundlagenwerk, ohne dass ganz speziell gesagt wird, du musst das so oder so machen. Das ist sehr angenehm. Was ihr auch erwähnt, das allerdings leider erst gegen Mitte bis Ende des ersten Teils, bevor die Rezepte kommen und genug ausgeführt ist, aber am Anfang kommt, ist die Thematik Körpergefühl und was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Am Anfang erwähnt sie das 2-3 Mal, dass man da auch sein Körpergefühl Tribut zollen sollte, dass einem das gut tut oder nicht gut tut. Und aber erst gegen Ende des Buches, also das Ende des ersten Teils oder der Mitte, erwähnt sie halt, dass dieses Körpergefühl einen auch
also das ist nicht immer real ist, das kann einen trügen. Und zwar, man muss dann unterscheiden zwischen wahrem Körpergefühl, wahrer Intuition und Konditionierung aufgrund der Erfahrungen und der Erkenntnisse, die man innerhalb seines Lebens getroffen hat, auch der Erziehung. Und das sagt sie, aber das sagt sie meiner Meinung nach einen Tick zu spät, weil ja, vorher könnte der Leser das eigene Körpergefühl, und das ist ein Fehler, den sehr viele Menschen machen, das eigene Körpergefühl, ja, viel umfassender erachten als es eigentlich ist. Das wahre Körpergefühl ist nämlich eine ganz spezielle Sache und gar nicht so einfach zu erkennen. Gerade für uns, die halt ja, in einem sehr ja, geprägten Umfeld, sage ich mal, aufgewachsen sind. Und entsprechend ist das ein kleiner Kritikpunkt an dem Buch, dass das ein bisschen zu spät kommt. Und ein weiterer Kritikpunkt ist, das möchte ich euch auf der Seite 36 mal vorlesen. Was sie sagt, Enzyme, wie sie sich in frischen, unerhitzten Obst und Gemüse finden, sind in dieser Form aufgenommen für den menschlichen Organismus übrigens nutzlos, da sie das Magensäurebad nicht überstehen. Ich interessiere mich ja in letzter Zeit sehr für Rohkost und da muss ich sagen, dass die Enzyme teilweise auch schon im Mund eine Rolle spielen, und zumindest ist das die Meinung der Rohköstler, und ich möchte da auch gar nicht diskutieren, was nun richtig sind, ob diese Enzyme sozusagen relevant oder nicht relevant sind. Auf jeden Fall gibt es da widersprüchliche Meinungen, und da verlässt sie so ein bisschen ihren Pfad, dass sie sehr viel offen lässt und dass sie wenig dogmatisch rüberkommt. Weil das hier ist meiner Meinung nach, so wie ich das verstehe, schon ein kleiner Seiten auf die Rohkost, und ja, da stimme ich derzeit nicht überein, weil mir die Rohkost sehr gut tut, aber ich weiß nicht, was korrekt ist, also von daher werde ich das einfach mal selber offen lassen. Ich wollte nur darauf hinweisen, also der Rohköstler könnte sich vielleicht etwas angepisst fühlen durch diesen Satz. Das dazu. Alles in allem finde ich das Buch extrem empfehlenswert für den Anfänger, weil es eben so total umfassend ist. Es ist halt, ja, da schlägt im Endeffekt fast jede Fragestellung, und es gibt dann halt kleinere Sachen, wo man dann ja, vielleicht gerne tiefere Informationen hätte, aber das spielt keine Rolle am Anfang. Am Anfang willst du einfach nur die Grundlagen haben und gar nicht so viel. Und entsprechend für die Anfänger muss ich sagen, ist es das beste Buch für die vegane Ernährung, was ich gelesen habe, und von daher ganz klare Kaufempfehlung. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist ja noch nicht zu Ende. Ne? Es kommen ja noch Rezepte. Und bei den Rezepten, da muss ich sagen, punktet sie bei mir auf voller Linie, weil die Rezepte sind halt, es sind sehr viele Rezepte, die sehr, sehr einfach sind, und Rezepte, die du sehr individuell selber gestalten und aufpeppen kannst. Wie gesagt, mal mit dieser Fettsache außen vor gelassen, ist ja lecker Fett und so weiter. Die Rezepte meine ich dann natürlich nicht, aber es sind sehr viele Rezepte drin, die wirklich auch vor allem relativ schnell zu machen sind, und wo man auch Zutaten vielleicht gar nicht da hat, also wenn man Zutaten sozusagen nicht da hat, dass man die mit anderen Zutaten dann genauso machen kann. Also das sind ganz einfache Rezepte teilweise, grundsätzliche Rezepte als Einstieg für die vegane Ernährung, ne? Vegane Mayonnaise und so weiter. Solche Sachen, wo du jeder, der am Anfang vegan wird, sich die Fragen stellt, und diese sind in den Rezepten wunderbar beantwortet. Ich muss sagen, also rein von den Rezepten ist das Beste, inklusive was das Internet angeht oder Internetseiten, was man so finden kann. Also von daher, von der Seite her schon, ist das ein ganz klarer Kauf für die Rezepte alleine. Und dazu halt noch dieser wirklich prall gefüllte Informationsteil für den Anfänger, für den Einsteiger. Das Buch ist wirklich sehr, sehr gut. Ja, was ich unbedingt noch loswerden wollte, ist, dass ihr hin und wieder das Bio-Siegel erwähnt und das auch meiner Meinung nach etwas unkritisch betrachtet. Ich habe mich selber in den letzten Tagen meines Tagebuchs ja wirklich damit beschäftigt, mit dem Bio-Siegel, und weiß, dass das bei dem Bio-Siegel nicht alles Gold ist, was glänzt, und da hätte ich mir auch gerade so am Anfang, wenn man die gesunde Ernährung einsteigt, mir selber für mich gewünscht, dass ich das eher erfahren hätte, dass das Bio-Siegel sehr, also teilweise sehr bedenklich ist und dass das gar nicht so toll ist, wie ich das dachte, und das hätte ich mir einfach von einem Einsteigerbuch jetzt in meiner aktuellen Situation auch gewünscht. Einem Einsteiger ist das wahrscheinlich dann egal, weil er die Erfahrung erst machen wird, aber zu dem Punkt kommt wahrscheinlich jeder, der sich mit gesunder Ernährung befasst, dass eben das Bio-Siegel nicht so viel wert ist, wie man selber denkt. Ja, und das soll es eigentlich gewesen sein. Also von mir
ich habe mir lange überlegt, gibt es eine 1 minus oder gibt es eine 2 plus? Das liegt auch vor allem daran, wegen dieser Rohkostsache. Aber ich habe mich sozusagen dazu entschieden, hier eine 1 minus zu geben. Und bei Amazon gibt es von mir auch ganz klare 5 Sterne. Da gibt es überhaupt keine Frage. Für Einsteiger das beste Buch, wenn es darum geht, wirklich einen umfassenden Überblick über die vegane Ernährung zu bekommen. Da gibt es meiner Meinung nach nichts Vergleichbares, was ich gelesen habe. Und von daher absolute Kaufempfehlung und viel Spaß dabei.